Ja, herzlich willkommen hier wieder zurück bei uns auf dem Kanal ist Seamox. Heute mal ein etwas anderes Video als sonst. Heute mal nicht hier Content von Games wie Rainbow Six oder Resident Evil, sondern heute ein kleines News-Video zu dem neuen DLC von Rainbow Six Siege, was jetzt im Mai erwartet wird. Ja, ich will euch hier mal ein paar Neuigkeiten zusammenfassen, bündeln, beziehungsweise auch Gerüchte. Vieles ist leider nicht bestätigt. Ja, wir sind jetzt in Jahr 2. Wir haben im Februar, am 9. Februar, das erste von 4 DLCs im Jahr 2 schon erhalten, nämlich Spanien. Es ging hier um Velvet Shell mit Mira und mit Jekyll. Und ja, vor der Tür steht jetzt das zweite DLC des zweiten Jahres, nämlich Hongkong DLC. Welche beiden Operator genau da veröffentlicht werden, welche Map und weiteres, werden wir jetzt hier in dem Video mal durchgehen. Wie gesagt, es ist noch nicht wirklich was bestätigt von Ubisoft, aber ich werde hier mal ein paar Gerüchte dazu bündeln. Als nächstes, wie gesagt, Hongkong, dann kommt, ja, das müsste Polen sein, genau. Und Südkorea. Wie ihr seht, wir haben jetzt gerade Mitte April, Anfang Mitte Mai soll dieses zweite DLC rauskommen. 9. Februar ist das erste rausgekommen. Ich schätze mal, dass es auch so um den Dreh 10. Mai veröffentlicht wird. Sie halten es jetzt anscheinend bei, wie schon in dem vierten DLC von Jahr 1, mit einem Mid-Season Reinforcement, mit einem kleinen Update. Und ja, es werden zwei neue Operator folgen. Einmal im Angriff und einmal in der Verteidigung, genau. So, wenn wir mal schauen, das erste DLC ist veröffentlicht worden am 9. Februar. Das war ein Donnerstag. Dienstag, Donnerstags werden meist die Server gewartet. War zumindest in der Vergangenheit so. Updates erfolgten auch an diesen beiden Tagen oft. Und der 9. Mai, genau 3 Monate später, wäre ein Dienstag. Kann also gut sein, dass es der 9., vielleicht auch sogar der 11. Mai sein wird. Wenn Ubisoft das Update rechtzeitig fertig bekommt und sich an dem ersten orientieren Zeit vom Zeitplan her. Genau. Dann jetzt mal zu einigen Gerüchten. Im Reddit-Forum kursieren doch da schon einige Gerüchte bzw. angebliche Leaks und auch Diskussionen schon über dieses neue DLC. Was bisher angeblich bekannt sein soll, es gibt zwei neue. Der eine nennt sich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Desla. Und der andere, die andere, nennt sich wohl Caldrop. Desla soll angeblich ein Verteidiger sein. Kann ich mir im Moment eher nicht vorstellen, weil er angeblich ein Scharfschütze sein soll. Ein Scharfschütze in der Verteidigung, wäre vielleicht auch mal was ganz Neues, ja, aber in der Verteidigung weiß ich nicht. Vielleicht zum Pieken, okay, aber dann wird das am Anfang natürlich einer Runde schon ziemlich schwierig, in so ein Gebäude vordringen zu können. Vielleicht ist das der Sinn dahinter, aber vielleicht ist es wirklich auch nur ein Angreifer, in Anführungszeichen. Desla, seine Fähigkeit soll die Gegner zu blenden sein, sowas wie Echo. Hier war quasi die Rede von so einem Art, wie gesagt, Scharfschützengewehr ohne Wärmebild wie bei Glass, also quasi nicht direkt kopiert, sondern seine Fähigkeit ist dann, wie gesagt, das Blenden und das mit Hilfe eines Lasers, vielleicht auch Taschenlampe. Ich meine, Desla, oder Desla, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ich weiß es leider nicht, kommt hier vom Englischen. Und hier gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu, auf Deutsch Blendwaffe. Soll eine nicht tödliche Blendwaffe, Energiewaffe sein.
zum Beispiel durch UV-Strahlung oder sichtbares Licht. Sprich, du selber, wenn du jetzt Deathloop spielen würdest, würdest die Gegner quasi anvisieren und dadurch werden sie geblendet. Kann ich mir gut vorstellen, dass sowas kommt. Wir können mal darüber gespannt sein, ob das auch stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Sniper in der Verteidigung sein wird, sondern eher doch wieder im Angriff. Eine Alternative also wirklich zu Glass. Genau. Dann kommen wir zum zweiten Operator, Cal Drop. Wie gesagt, da weiß ich leider auch nicht, ob man den so ausspricht. Dass der jetzt auch Angreifer ist, denke ich auch wieder eher nicht, sondern dass der eher Verteidiger ist. Nämlich, er kann Fallen, so habe ich das verstanden, aufstellen, wie Kapkan, wie Frost, nämlich so eine Art Spikes, die er auf den Boden vielleicht werfen kann, schießen kann. Hier ist die Rede auf Reddit von drei Spikes, die er insgesamt zur Verfügung hat. Da habe ich auch nochmal einen Wikipedia-Artikel rausgesucht für euch. Nämlich, Caldrop übersetzt quasi hier Krähenfuß oder Wurfeisen oder auch Fußangel genannt, ist eine Defensivwaffe. Wie ihr seht, so sehen die Dinger aus. Die Rede ist von diesen Art Spikes, die man auf den Boden verteilen kann und den Gegner zum einen an der Bewegung hindern kann, beziehungsweise verlangsamen kann, andererseits aber auch so eine Art Kombi von ja, Stacheldraht und Strom sein soll. Sprich, so eine Art Kombi. Man würde durchgehen, verlangsamt, und man würde sich dabei verletzen. Das ist hier am meisten verbreitet auf Reddit, dieses Gerücht. Mehr weiß ich da leider auch nicht wirklich zu, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas hier implementiert wird. Dann nochmal kurz hier zum Jahr 2. Hongkong. Hier die zweite Flagge von links. Man kann leider nicht wirklich viel erkennen. Aber ein funniger Reddit-User hat hier mal herangezoomt und sieht hier eine längere Waffe auf dem Boden schimmern, beziehungsweise deren Schatten. Ja, es könnte sein, dass es ein Sniper ist. Ziemlich langer Lauf, ja. Wir können darauf gespannt sein. Genau. Hier nochmal eine kurze Einblendung. Das sind wohl hier die Dateien vom neuen Technical Test Server. Die sind hier schon gesichtet worden von einigen Usern auf Reddit und online gestellt worden. Screen. Ja, Dessler, Keldrop, beide wird man hier finden mit verschiedenen Outfits. Ja, keine Ahnung, was das genau für Dateien sind, aber es lässt sich schließen, dass da schon irgendwas dahinter steckt. Dessler und Keldrop werden wohl die Namen sein. Genau. Anderer Punkt ist die Map. Die Map soll Theme Park heißen, Themenpark auf Deutsch. Diese konnte man beim neuesten Technical Test Server, der bis zum 14. April, bis Freitag, 14. April verfügbar war, in Einstellungen finden. Ihr könnt ja, wenn ihr in Einstellungen geht, immer auswählen, welche Map ihr bevorzugt spielt, beziehungsweise auf welcher Spielmodus. Und dort wurde von einigen Usern Themenpark gesichtet bei den Einstellungen. Das kann jetzt Zufall sein, aber ich denke mal, dass es wirklich in die Richtung geht. Genau. Anderer Punkt ist jetzt nochmal zurück zu Caldrop, dass vielleicht diese Art Fallen, wie ihr jetzt hier in der Einblendung seht, auch ein User in den Dateien gefunden hat vom Technical Test Server. Toxic Fallen hat. Giftige Fallen. Sprich, man könnte vergiftet werden, man verliert vielleicht einige Zeit an HP, auch wenn man nicht mehr in dieser Falle steckt, könnte man sich auch vorstellen, wir können gespannt sein. Ja, soweit einige Infos für euch. Einen Punkt hätten wir dann noch. Es wurde gesagt, dass eigentlich schon zum ersten DLC hier im neuen Jahr ein verbessertes Matchmaking ja, eingebaut wird. War leider nicht der Fall. Dann hieß es zum ersten Reinforcement, war auch nicht der Fall. Jetzt ist die Rede
vom neuen DLC. Wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, soll es sich um eine Art, ja, was heißt, auf jeden Fall verbessertes Matchmaking handeln. Man soll wohl nicht mehr die Level vom Gegner sehen können, sprich, wie einige das anscheinend jetzt sehr oft gemacht haben. Sie schauen sich halt wirklich das Level vom Gegner an, ist es zu hoch, ne? Lässt man so. Soll ja auch nicht der Sinn sein, so kriegt man die Lobby, wenn alle so denken, nur relativ langsam voll. Nein, diese werden ausgeblendet. Es soll so eine Art Matchmaking wie bei CSGO eingebaut werden. Sprich, man sieht gar nicht, mit wem man spielt, erst halt, wenn es losgeht und man nicht mehr abbrechen kann. Und man soll während der Suche, bis volles Team und volles gegnerisches Team gefunden wurde, auch noch hier ermöglicht werden, dass man seine Operator anpassen kann. Wie ihr hier oben seht, hier ist jemand am Suchen, 4 Minuten, 5 Sekunden und kann hier noch im Menü rum scrollen und seine Operator freischalten, anpassen, wie auch immer. Genau. Ja, das wäre jetzt eigentlich ein erstmal alles, was ich zu dem Thema neues DLC Hongkong habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und ja, wenn ihr neuere Infos habt, vielleicht stimmen die Infos teilweise nicht, die ich hier genannt habe. Wie gesagt, es sind meisten Sachen Gerüchte, aber Keldrop und Dazzler und das Keldrop wohl angeblich auch Fallen haben soll, sind ja hier schon in den Dateien belegt. Auch Themenpark ist belegt. Deswegen, ja, warten wir mal ab, was das Update bringt. Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr neuere Infos habt. Ich werde sie mir auf jeden Fall durchlesen. Und ja, bis demnächst. Danke fürs Zusehen.